Moin Kinders, hier ist mal wieder der Onkel Zappes. Diesmal ging es ein bisschen schneller nach dem letzten Video. Wow, letztes Video. Das war ja mal eine Nummer, was ich da an Abonnenten verloren habe, nur weil ich über eine Zeitschrift rede. Na, kann ich auch nicht ändern. Heute machen wir mal wieder ganz was anderes. Heute basteln wir nämlich. Das, was ich da bastle, das ist mal wieder, naja, Dampfer inspiriert, aber möglicherweise auch ganz interessant für die Nicht-Dampfer, einfach nur so mal um zu gucken, was so Leute wie ich für komisches Zeug machen. Und zwar geht es dabei um die Kunst des Drahtspulens gewissermaßen, wenn man so will. Ich werde euch das gleich in der nahen Sicht näher erklären. Ich weise nur schon mal darauf hin, das, was ich hier heute zusammenbaue, ja, das habe ich inspirationstechnisch aus einem Video von so einem Ami-Muckel namens Rip Trippers geholt, der ein Produkt vorgestellt hat, das genau das, was ich hier machen will, als Kaufversion macht. Dann habe ich mir ja gedacht, ja, nee, das kann ich doch selber schöner und günstiger und selbstgemachter und überhaupt, das baue ich doch mal selber. Und bin in den Baumarkt gegangen und habe mir Sachen geholt. Also was ich schon mal sagen kann, ist, kann sein, dass das, was ich hier baue, schöner wird als das, was ich letztendlich abkupfere. Aber billiger wird es ganz sicher nicht. Ich habe jetzt für das Material irgendwie genauso viel bezahlt, wie ich für das Gerät bezahlt hätte. Was das für ein Gerät ist, erkläre ich euch gleich und ihr findet da unten auch einen Link. Falls ihr nicht selber bauen wollt. Gut, naja, dann lasst euch erstmal erklären, was es hier überhaupt geht. Ja, wie gesagt, es geht mehr oder weniger um Dampferkram. Und zwar hatte ich euch ja schon ein paar Mal erklärt, dass in so einer E-Zigarette letztendlich eine kleine Heizspule drin steckt, die aus Draht gewickelt ist. Und dafür kann man zum Beispiel sowas hier verwenden. Das ist ein 0,5 mm starker V2A-Draht, also Edelstahl oder Kantaldrähte oder sonst was. Aber auf jeden Fall, das hier ist einfach nur ein ganz normaler Draht. Jetzt ist es aber natürlich so, dass jeder, der so rumkultet mit so einem Thema, ja, da auch ein bisschen mehr haben will. Und so ist es, dass man sehr, sehr häufig, ja, wenn man so ein bisschen krasseren Geschmack haben will und größere Dampfwolken, dass man da ganz andere Drähte verwendet. Zum Beispiel das hier, ne, das ist ein sogenannter Clapton-Draht. Clapton-Draht, mal gucken, ob ihr das hier sehen könnt. Der hat seinen Namen tatsächlich vom Eric, ja, weil das ist im Grunde genommen eine Gitarrenseite. Da hat man innen drin meinetwegen einen Draht von 0,5 mm Durchmessern und außenrum ist gewickelt ein dünnerer Draht. Und der Vorteil davon ist, dass man insgesamt mehr Oberfläche hat. Und mehr Oberfläche, die heiß wird, bedeutet natürlich letztendlich, dass mehr von dem Liquid verdampft wird und man am Ende auch mehr Geschmack rauskriegt und größere Wolken und es ist cooler und überhaupt. Klappendrähte, wie man hier sieht, die kann man fertig kaufen in so Stangen hier oder auf Spulen. Das Problem ist, dass ich eigentlich so gut wie nie das bekommen habe, was ich tatsächlich haben wollte. Ja. Also der hier zum Beispiel hat einen Kern aus Edelstahl und eine Umhüllung aus Kantal. Das Problem ist, dass die beiden Materialien unterschiedliche Temperaturkoeffizienten haben, sodass das bei der, wenn man temperaturgeregelt dampfen will, echt Probleme macht. Das ist nicht so schön. Ich hätte gerne welche, die nur aus Edelstahl sind. Die habe ich aber wieder nur bei irgendwelchen Chinesen gefunden oder in blöden Größen oder teuer oder ja, auf jeden Fall blöd. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will sowas selber wickeln. Und das macht man normalerweise, indem man einen dicken Draht nimmt, ja, in einen Akkubohrer einspannt und dann mit dem dünnen Draht dauert ewig. Man schneidet sich ständig mit dem Draht dabei in die Finger und ich krieg's ehrlich gesagt auch nicht vernünftig hin, weil ich nämlich ungeschickt bin. Deswegen will ich mir heute Maschinchen bauen. Ja. Der erste Schritt vom Maschinchen bauen bestand darin, dass ich hier so ein Alublech genommen habe und man sieht hier Liniendingens, ja. Das Liniendingens sind einfach nur Begrenzungen, wo ich gleich mit einer Kreissäge heißt das Ding, genau, mit einer Kreissäge rein muss. Und dann schneide ich mir nämlich hier erstmal zwei Bleche aus. Und wofür ich die zwei Bleche brauche, das zeige ich euch, wenn ich so ausgeschnitten habe. Okay, die Teile sind gesägt und die Kreissäge beiseite gestellt. Hier ist alles wieder einigermaßen sauber. Stellt sich die Frage, was kommt als nächster Schritt mit diesen beiden Blechen hier? Folgendes. Ich habe hier so Auszugsschubladenschienengedönse, ja, die man also normalerweise für Schubladen verwendet. Und die werde ich jetzt erstmal mit doppelseitigem Klebeband, ich erkläre euch gleich nochmal wieso, auf einem von meinen Blechen befestigen und dann das andere oben drauf.
Wie gesagt, erstmal mit doppelseitigem Klebeband. Wenn ich dann sehe, dass es richtig passt, dann werden wir ein bisschen Spaß haben, weil dann kann ich ein Werkzeug verwenden, das ich schon länger habe und noch nie benutzt. Extrem wichtig bei den Dingern hier, ne? Ich weiß, zwei davon ist, dass die tatsächlich ganz parallel, also wirklich ziemlich exakt ausgerichtet werden. Weil wenn das nicht der Fall ist, ne, dann könnt ihr euch das vorstellen, wenn ich das auch oben noch befestige an einem Teil und die hier irgendwie so schief sind, dann blockieren die. Ne? Also, so wie ich es auch gemacht habe, ausmessen, anzeichnen, das geht auf Alublech wunderbar mit diesem Stift dann entsprechend gerade festkleben. So, jetzt habe ich hier die Schienen schon mal draufgeklebt. Ich habe dafür dieses unglaublich geile Klebeband hier verwendet. Das hat mir mal ein Zuschauer geschickt. Ja, keine Ahnung, wer das war. Ich habe es irgendwie leider vergessen. Aber das ist echt das geilste doppelseitige Klebeband aller Zeiten. Wenn ihr das mal im Baumarkt seht, sofort kaufen. Habe ich jetzt jedenfalls mal hier angebracht auf dem ersten Blech. Und ich werde jetzt hier das zweite Blech draufkleben. Und dann sehe ich, ob sich's vernünftig verschieben lässt oder nicht. Und falls sich herausstellt, dass ich hier zu schief war und sich die Dinger nicht mehr gescheit bewegen lassen, ja nun gut, ist nicht so schlimm, ist ja nur mit Klebeband festgemacht, dann kann ich noch ein bisschen nachtweaken. Also das ist ein guter Tipp für euch, wenn ihr sowas in der Richtung baut, macht das am besten auch so, sonst werdet ihr unglücklich. Verklebt und gedengelt und siehe da, funktioniert astrein. Das heißt, ich habe meine Schienen hier gescheit parallel drauf bekommen und habe jetzt hier, ja, zwei Alubleche, die gegeneinander verschoben werden können. Im Grunde genommen, ja, wäre das eigentlich auch schon fast gut genug so. Ja, ich meine, klar, ist jetzt mit Klebeband geklebt, aber naja, ihr kennt mich, ne? Ich muss sowas immer noch ein bisschen geiler machen. Und wir haben hier schon gestaubt und wir haben hier auch schon geklebt, aber heute gehen wir das mal ein bisschen anders an. Und vorher mache ich noch den Deckel ab, den brauche ich da jetzt nämlich nicht mehr drauf. Ich weiß ja, dass alles einigermaßen passt. Läuft! Ja, Kinder, und jetzt kommt das geile Werkzeug. Haha! Das hier ist eine sogenannte Blindnietenzange. Was man damit macht, ist folgendes. Man schnappt sich hier so ein Ding da, eine sogenannte Blindniete, steckt die hier oben rein. Dann nimmt man hier sowas, wo so ein Loch ist, geht hier durch und den nächsten Teil zeige ich euch, während es am Boden liegt, weil ich habe eine Hand zu wenig. So, also Dingens natürlich nicht am Boden, sondern hier auf dem Tisch. Aber man steckt das da durch. Ne? Und jetzt pumpt man hier mit dem Zangending. Oh, wow, ich wusste gar nicht, dass es so viel Kraft braucht. Und dann hat man hier und hier so eine wunderbare Nietverbindung. Yippie-yay. Das ist fantastisch, wenn man irgendwas zum Beispiel nicht wieder aufschrauben können muss oder wenn man was hat, wo man nicht gut wieder drankommt irgendwie, ja, dann kann man das wunderbar verwenden. Und ja, es ist hier eigentlich genau perfekt. Das ist genau das, wie ich es haben wollte. Jetzt geht es wieder zurück an die Säge. Ich brauche jetzt nämlich von diesem originell aussehenden Aluprofil hier, brauche ich jetzt so ein Stück, das so lang ist wie meine Platte hier. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich so ein Stück unter meine Oberplatte drunter nieten werde. Ja, ist im Moment noch alles total rätselhaft, was ich hier mache. Aber keine Angst, das kommt wohin. Keine Angst, ja, das wird noch. Es kann zwar sein, dass es überhaupt nicht funktioniert. Das habe ich noch nicht überprüfen können. Aber ich weiß zumindest auf jeden Fall, das wird noch was. Et voilà, wie der Franzose sagt. Hier haben wir das nächste Teil dran genietet, eben dieses Aluprofil. Und jetzt fehlt hier dran noch zweierlei. Eines muss ich nur montieren, das andere muss ich herstellen. Und das mache ich dann jetzt als nächstes. Ich muss jetzt dieses Alublech hier in eine ganz bestimmte Form bringen. Und zwar muss an der einen Seite so ungefähr einen Zentimeter runtergeknickt werden. Und zwar deswegen, weil das hier, hier davor montiert werden soll. Es soll ungefähr so aussehen, dass das hier runter geht. Und dann wird dieses Blech hier so nach hinten gebogen, genau an der Kante. Und dann wird nochmal ein Stück hoch gebogen. Und das Ganze wird dann wieder festgenietet, würde ich mal so sagen. Ja, wird schon irgendwie klappen. Zur Not werde ich das hier mit Epoxy kleben oder so. Ist bei dem Teil hier auch nicht so wahnsinnig kritisch. Aber zuerst mal bringe ich das in Form. Ja, dafür nehme ich hier den Staubstock.
Und ich messe mir vorher das nochmal kurz aus, weil mein Augenmaß ist zwar im Regelfall gut, aber wenn es mal nicht gut ist, ist es scheiße. Das heißt, wir brauchen hier ein bisschen mehr als einen Zentimeter. Dann male ich mir das mal an auf dem blöden Ding hier. Wissenschaftliche Einheit, ein bisschen mehr als ein Zentimeter. Cut. Teile mir das hier, ne? Angerissen. Und spanne mir das in den Staubstock. Der Spengler hätte für sowas eine sogenannte, ich glaube, das nennt sich Faltbank oder irgendwie sowas. Oder Kantbank heißt das, glaube ich. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein riesengroßer Schraubstock, in den man sowas perfekt einspannen kann. Und wo man dann hier nicht irgendwie von Hand oder hier mit so einem fuschigen Dingens biegen muss, sondern wo die Maschine das für einen übernimmt, dass das ein astreiner Falz wird. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube, mit dem hier kann ich auch schon zufrieden sein. Zack. Das ist recht gerade geworden. Dann nehmen wir noch das Hämmerchen. Ja, sieht doch gut aus. Ja, ist ein ziemlich ordentlicher Falz geworden. Und wie sieht das dann aus da, wo es hin soll? Ja, ist ein bisschen hoch geworden. Da muss ich, wenn es blöde läuft, noch mal ein Stück runternehmen mit der Kreissäge oder mit einer Feile. Aber das ist ja nicht das Problem. Gut. Dann, der nächste Falz ist nicht ganz so kritisch. Der muss so, boah, ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, das ist jetzt natürlich ätzend, dass hier gar nicht so arg viel reingeht. Lassen wir es so. Das geht auch nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt, wie ärgerlich. In solchen Fällen heißt es Improvisationstalent zeigen, beziehungsweise, ah nee, da ist tatsächlich ein bisschen Platz drin. Das funktioniert und dann kann ich sogar den anderen Falz als Anschlag nehmen. Das ist natürlich spitze. Ja. Jetzt mache ich wieder dasselbe, nur diesmal in die andere Richtung. Sie nannten ihn Zappes, die menschliche Kantbank. Das sieht, glaubt mir das, einfacher aus, als es ist. Ja. Das wäre jetzt so lustig gewesen, wenn ich es irgendwie so verklemmt hätte, dass ich es jetzt hier nicht mehr rauskriegen würde. So. Geht aber. So, das ist jetzt so eine Form. Es kann sein, dass da noch mal ein Stück ab muss. Ich glaube, das ist noch nicht perfekt. Aber das wird zu einem späteren Zeitpunkt genauso hier dran landen. Genauso. Genauso will ich das haben. Ja. Und ich denke, ich werde es einfach nur festkleben, weil da jetzt noch Nieten zu setzen, wäre ziemlich aufwendig. Aber schauen wir mal. Vielleicht niete ich es auch fest. Gucken wir mal. Ich finde gerade das Nietenwerkzeug so geil. Eigentlich müsste ich es dafür benutzen. Was ich jetzt noch brauche, sind hier ein Loch und hier ein Loch und hier sowas reingefeilt ist eine Kerbe und das mache ich jetzt alles. Ich genieße es übrigens jetzt gerade ganz besonders, dass mir mein Schwiegervater mal dieses Set hier mit den ganzen Bohrern geschenkt hat. Ich habe mir da zwar immer gedacht, was soll ich mit dem Metallbearbeitungskram, aber hey, jetzt wenn ich mal was mit Metall mache, ja, sind so HSS-Bohrer schon ganz geil. Ja, habe es gerade ausprobiert. Das Teil hier ist in der Tat unten etwas zu lang. Aber bevor ich da jetzt die Kreissäge raushole, mache ich es mal lieber klassisch. Ich meine, dieses blöde Aluzeug, das kann man eigentlich recht gut mit einer Feile in den Griff kriegen. Da muss man nicht immer gleich die Säge nehmen. Ich habe es doch festgenietet, einfach nur deswegen, weil dieser Nietenkack so viel Spaß macht. Ach, tolles Spielzeug. So, jetzt brauchen wir hier genau über diesem Loch so eine Kerbe hier oben drin. Das geht natürlich wunderbar mit einem Dremel. Aber, ja, ich weiß nicht, ich möchte das jetzt ehrlich gesagt lieber einfach mal mit der Feile machen. So für ein bisschen mehr Kontrolle über die Arbeit. Ich denke, das könnt ihr hier sehen, da ist jetzt hier so eine Kerbe. Als letztes Teil muss jetzt hier dieses Ding hier,
mitten auf diesen Schlitten drauf. Ja, so ungefähr so. Das werde ich jetzt ankörnern und bohren und nieten und dann ist das da drauf. Und wenn das da drauf ist, dann ist unser Projekt schon fast fertig. Ich muss dann nur noch den Schlitten auf dem unteren Teil befestigen und dann haben wir es. Und ich kann euch endlich zeigen, was das alles soll. Yeah, getan, genietet, wunderbar. Ich finde es so geil. Ne? Ich stehe so auf diesen Nietenkraffelkram hier. Ich verlinke euch definitiv auch diese Blindnietenzange unten, weil das ist so ein geiles Spielzeug, ehrlich gesagt. Weil mir tun die Flossen weh ohne Ende. Ich habe mich an drei Stellen geschnitten mit dem Drecks-Alu-Blech, aber es ist trotzdem irgendwie total geil. Viel cooler als Schrauben. So, ob ihr es glaubt oder nicht, aber das heute gebaute Gerät ist fertig. Und es tut sogar, was es soll. Ja. Bevor ich euch zeige, was es tatsächlich machen soll, probiere ich es natürlich erstmal aus. Aber so viel schon mal dazu. Es ist jetzt alles vernietet. Ich habe hier so einen Schlitten, der auf zwei Schienen läuft, der ein Stück nach vorne und ein großes nach hinten kann. Vorne ist ein Loch mit einer Kerbe, hier ist ein Pöppel. Und falls sich irgendjemand gefragt hat, ich hatte in meiner kleinen Ankündigung auf Google Plus gezeigt, dass ich die hier gekauft habe. Ich will nichts in die Wand hauen, aber eventuell muss das noch hier drauf. Das muss ich mal gucken. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob es so schon klappt oder ob ich hier noch was Dickeres brauche. Tja, dann möchte ich euch als nächstes zeigen, wie es funktioniert. So, meine Freunde, wie ihr an der Beleuchtung schon leicht sehen könnt, ist es ein bisschen später. Ja. Ich habe noch diverse Dinge getan. Ja. Also hier ist das fertig gebaute Gerät und ich habe hier noch einen Dübel aufgebracht. Ihr werdet gleich sehen, wofür. Und dann erkläre ich mal kurz, wofür das gut ist und was es macht. Also, hier haben wir eine Spule Draht. Ja? Und ich habe euch ja von diesen Klappencoils erzählt. Die Idee ist jetzt folgende. Man nimmt diese Spule Draht und man steckt die hier auf das Teil drauf. Ja? So. Dann macht man ein bisschen mehr Licht hier. Ja. Ich hole mal das Lichtding rüber, damit ihr hier mehr sehen könnt. Und dann nimmt man diesen Draht und führt ihn hier durch das Loch in meinem Alublech, das ich da gebogen habe. So. Und dann nimmt man noch ein Stück Draht, ja, wo man das drumklapp tonisieren will und schiebt das hier unten in das Loch. Und dann nimmt man... den hier, wickelt den Draht um den anderen Draht und macht, ja. Was dann passiert, ja, ist folgendes, der Draht hier, ja, der zwirbelt sich hier drumherum und beim Aufzwirbeln, ja, drückt er das Teil hier zurück und am Ende hat man hier einen Klappendraht. Also wie gesagt, ich habe das von diesem total genialen Tool, das der Muckel da getestet hat, übernommen, die Idee. Ja, das ist idiotensicher. Ich zeige euch mal meine ersten beiden Klappendrähte. Ja, die sind jetzt nicht ganz so schön wie die industriellen. Also haben natürlich künstlerischen Wert, ja, und sind von mir. Das ist ganz toll, aber ansonsten würde ich mal sagen, verkackt. Es gibt da folgende Problemchen mit dem Gerät, so wie ich es jetzt habe, die ich mal kurz beschreiben will. Also erstens mal, ja, das hier, der Mechanismus, ist viel zu schwergängig. Ich habe da schon Silikonspray reingehauen und alles mögliche, aber diese Auszugsschienen hier, die sind einfach nicht leichtgängig genug dafür. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja kein Problem. Und habe dann für einen anderen Test das Ding hier, ne, das hat ja unten diese Nietenköpfe, habe es einfach auf den Tisch getan, damit es dann weggeschoben werden kann. So ist das nämlich auch bei dem Gerät, das der Muckel da getestet hat. Das hat dann schon ein bisschen besser funktioniert, aber die Schwierigkeit ist, und das sieht man hier recht schön an dieser Biegung, es würde vielleicht funktionieren mit einer leichteren Drahtspule, ja, so wie der, die da verwendet. Und möglicherweise, wenn ich so wie in dem Video von diesem Rip Trappers Muckel, ja, so eine sogenannte Fuse Clap machen würde, also mit zwei Drähten drin, weil einer, ja, sogar wenn das so ein dicker 0,5 mm Draht hier ist, der hat einfach nicht die Kraft, um das zu halten. Ja, der verdreht sich und da macht's plöpp.
Ja, wenn man hier mal so ganz genau reinschaut, ja, so zwischendrin, ja, da gibt es da sogar eine Stelle, wo es so funktioniert hat, wie es sollte. Und dann wurde der Draht zu lang und ja, alles im Arsch, super. Will heißen, ich glaube ehrlich gesagt auch dem Gerät, das man da kaufen kann, nicht so ganz. Im Prinzip hat das dasselbe Funktionsprinzip wie hier, ja. Und das wird wahrscheinlich nur dann funktionieren, wenn man tatsächlich so eine Fuse-Clapton macht aus zwei Drähten. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob 2,05er ausreichen. Möglicherweise bräuchte man zwei 0,6er Drähte. Und das hätte dann den riesen Nachteil, dass man eine unglaubliche Menge Metall in seinem Verdampfer hat. Um das aufzuheizen, muss man echt viel Hitze drauf tun, also viel Leistung drauf geben. Und das britzelt dann ziemlich lange nach. Und das ist nicht die Art von Wicklung, die ich mir vorgestellt habe. Will jetzt im Endeffekt also heißen, ja, ich habe insgesamt in dieses Bastelprojekt so ungefähr, was war's? Ich habe beim Baumarkt, glaube ich, 44 Euro bezahlt. Klar, ich habe natürlich noch Alu übrig, ja, also das hier war gerade mal die Hälfte von der großen Platte. Und ich werde jetzt hier morgen wahrscheinlich auch nochmal die ganzen Nieten rausbohren, damit ich also die Schienen nochmal verwenden kann und diese Aluplatten da auch nochmal für irgendwas benutzen kann. Aber im Großen und Ganzen war das ein Schuss in den Ofen, wie man so schön sagt. Ich habe aber die Bitte bekommen, ich möge es auch als Schuss in den Ofen mal als Video machen und zusammenstellen. Und gut, habt ihr jetzt gesehen. Hoffentlich bin ich nächstes Mal erfolgreicher. Wie gesagt, ich verlinke das Video, das der Typ da gemacht hat, und auch das Gerät bei Amazon hier unten drunter. Wenn ihr euch nicht halten könnt, ja, tut euch keinen Zwang an, kauft es euch und berichtet mir, ob es tatsächlich funktioniert bei euch. Aber ich bin sehr skeptisch. Ich würde es ehrlich gesagt nicht kaufen. Was ich jetzt stattdessen gemacht habe, weil ich habe ja jetzt hier mir diesen sehr, sehr dünnen Draht hier, diesen 0,2 mm Draht in ziemlichen Mengen gekauft, weil ich dachte, ich brauche ihn dafür. Und dann habe ich einfach mal ein Experiment gemacht und habe den genommen, habe den doppelt verdrillt und von dem, was da rausgekommen ist, habe ich nochmal verdrillt, sodass ich also quasi vier hiervon so in Drillung hatte. Und ihr werdet lachen, das Ergebnis ist ungefähr genauso gut wie so eine komische schwindlige Klappen da, braucht aber weniger Material und ist weniger anstrengend zu machen, würde ich euch eher empfehlen. Wenn das was ist, was unbedingt irgendjemand sehen will, wie man das macht, dann schreibt es in die Kommentare, dann haue ich es vielleicht auf meinen Sekundär-Channel mal drauf und verlinke es auch noch. Aber eigentlich denke ich mal so, das Verzwirbeln von Drähten, das kriegt man auch ohne Anleitungsvideo. Ja, in diesem Sinne, das ist scheiße gelaufen, aber ihr kriegt hier ja schließlich auch zu sehen, was nicht klappt, und beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Ja, bis dahin, tschüssing. So eine Scheiße, ey. Ich bin echt zu blöd für alles, ey, wie es mir auf den Sack geht, ey. Naja.